Und hier sind wir auch wieder bei Deluxe Ski Jump 4. Huch, das kann ich eigentlich ausmachen. Maximilian Meschler ist der letzte, der hier durchgekommen ist. Und der ist da gerade nochmal brutalst aufgestiegen. Gregor Schlierenzauer jetzt erstmal. Und die Bedingungen werden nicht wirklich schlechter. Sie wollen jetzt hier noch was hergeben. Sehr schön. Gregor Schlierenzauer. Nein, Gregor Schlierenzauer. Leiser eingebrochen. Hätte er locker auch noch schaffen können. Jetzt Juri Teppich, das ist natürlich ganz schade. Jetzt steigt er nochmal auf und landet dann bei 224. Oh, das war jetzt nochmal ein schöner. Ah, den jetzt habe ich mal lieber. Reicht aber zu viel zur Gleichführung. Vegard Hauke ist glatt. Der hatte weniger eine Chance, noch hier diesen Weltcup zu gewinnen. Aber jetzt steigt er auch nochmal auf. Da geht er auch in den weiten Bereich von Juri Teppich vorhin. Von der Zuckerflasche auf die gleiche Weite. Ah, ne. Ein bisschen weniger. Jakob Janda, der hat auch keine realistische Chance mehr. Also, noch ein bisschen realistischer als jetzt gerade eben. Aber... Na, kommt auch nicht viel weiter als im ersten Durchgang. Der hat auch keine realistische Chance. Die sind alle jetzt hier nur die, die tatsächlich am Anfang gesprungen sind. Doch der steigt nochmal auf. Den kann er gerade so stehen. Anders von der Mail. Jetzt muss was kommen. Jetzt muss natürlich was kommen. Also die Führung muss schon mal mindestens drin sein. Das reicht. Oh. Das ist jetzt brutal. Ah, jetzt wird's nochmal brutal. Aber wenn der jetzt nochmal. Naja, das ist natürlich nicht die Endschanze. Ah! Scheiße. Aber. Naja, das wird jetzt nochmal. Also. Er hatte ja keinen so großen Vorsprung. Er wird jetzt aber ein paar Pünktchen verlieren. Und zwar ein paar große Pünktchen. Der steigt auch nochmal auf. Und das waren auch wieder knapp 228 Meter. Das ist schon wieder hier. Dieser große Weitenbereich. Und Tom Hilde kann jetzt vielleicht sogar vorher das von ihm landen. Wenn er hier in der Lage ist, den sauber runterzubringen, das wird eng. Ah, wird, glaube ich, nicht reichen. Peter Preutsch. Auch eine sehr schöne Flugphase. Na, wird gereicht haben. Wird gereicht haben. Na, Björn Einarmehren. Was ich mir immer überlege, bei den Rekorden, wenn man die Rekorde so vergleicht, also die Weltrekorde jetzt, wenn der eine 1 cm auf einer Schanze weiter ist, dann entspricht das ja, dass der eine vielleicht ungefähr seinen Drücker an der Maus eine Millisekunde oder eine Zehntelsekunde, nachdem der andere es gedrückt hat. Das heißt, der, wo 1 cm weiter war als der andere, sagen wir mal, der erste Platz ist in Engelberg, was weiß ich, 145 Meter gesprungen und der andere 144,99. Dann hat der 144,99 gesprungen ist, der hat wahrscheinlich dann seine Maus eine Hundertstel oder eine Zehntelsekunde zu früh gedrückt. Und dann hätte er die gleiche Weite, wenn er sogar noch mehr gehabt. Das ist schon immer interessant, sich das zu überlegen. Aber jetzt mal wieder hier Konzentration aufs Springen. Sehr schön. Gerade so konnte das stehen.
wäre beinahe nochmal eingeklappt. Der hat hier vielleicht auch noch eine sehr realistische Chance, wenn er hier in der Lage ist, einigermaßen gut. Na, das müsste reichen. Das müsste reichen. Ist zwar nochmal eingebrochen, aber da war noch. An das Badal, das wird nicht reichen. Hätte mit Telemark stehen müssen, um hier die Führung zu übernehmen. Martin Koch. Ja. Andreas Wank, jetzt kommen die Top 10. Jetzt wird es hier nochmal eng. Andreas Wank hatte eine sehr schöne Chance, hier vielleicht sogar noch ganz vorne mitzumischen. Kann er sie jetzt nutzen? Hm? Da ist er jetzt Dritter. Das könnte im Endergebnis auch bedeuten, dass er der 13. wird. Dennis Kornilov. Hat er auch noch eine schöne Chance. Und die nutzt er auch massiv. Das ist jetzt massiv. Das könnte jetzt vielleicht sogar der Endsieger bedeuten. Der hat jetzt seine Chance massiv genutzt, Dennis Kornilov. Ah, schade. Ist eingeklappt, da hatte ich die Landung zu spät. Ah, Mann. Dimitri Vasiljev. Anders Jakobsen. Auch keine wirklich so realistische Chance jetzt noch mehr. Na. Ah. Rune Welter. Ah, das könnte jetzt vielleicht sogar hier die Entscheidung geben. Wenn er hier. Na, der Absprung war nicht so überragend. Könnte aber zur Führung reichen. Nein, 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 nein. Andreas Kofler hatte auch keine richtige Chance mehr. Und jetzt. Oh, dann ist Kornilov führt weiterhin. Jetzt kommt erstmal Robert Kran. Jetzt hat er vielleicht auch noch eine Chance, hier noch auf die besten und ersten Plätze aufzugreifen. Robert Kran jetzt, er steigt auf und will die sichere Landung und er kriegt sie auch. 19, 19, 5, 19, 5. Das wird jetzt hier mal nochmal dramatisch. Michael Neumann auch große Chance hier noch. Wenn er wenigstens den zweiten Platz er. Oh, das wird eng. Da muss er jetzt nochmal aufsteigen. Nein, das gelingt ihm nicht. 11. Platz, da fällt er weiter zurück und jetzt der erste. Ganz lang geführt im ersten Durchgang. Bleibt er jetzt der Sieger? Na, er steigt nochmal auf. Und gestürzt. Nein, Robert Kranitz bleibt in der Führung. Und jetzt interessiert mich das. Aha. Aha. Das ist natürlich jetzt brutal. Also, wir haben gesehen, es kann zu einer großen Umwälzung kommen. Aber eigentlich ist das jetzt schon gebacken, dass das nur noch ein Kampf zwischen den beiden wird. Das ist eigentlich schon fast die Vorentscheidung. Auch nicht, aber fast. Naja. Bis zur Entscheidung wird wahrscheinlich dann in einer Folge kommen. Weil das ist dann natürlich ein bisschen tricky. Aber dann bis dahin.